Es gibt auf dem Markt in Deutschland eine ganze Reihe von Programmen, die einem Gründer Zuschüsse geben. Dieses Geld ist natürlich Steuergeld und wird von den Politikern verteilt, um bestimmte Menschen, bestimmte Sparten, bestimmte Branchen gezielt zu fördern. Das bedeutet also, dass nicht alle die gleichen Förderprogramme beantragen können. Und darum geht es in diesem Video, was die Zuschüsse sind für dich als Gründer, wenn du eine klassische Unternehmensgründung vorhast. Mein Name ist Daniel Schäfer und gemeinsam mit meinem Team aus vielen Beratern begleiten wir bundesweit ca. 200 bis 300 Unternehmern dabei, sich selbstständig zu machen. Also von der Vorgründung über die Gründungsphase auch in die Jung- und Aufbauberatung. Wir haben natürlich auch Unternehmen, die schon länger am Markt sind und ihr Unternehmen verkaufen. Aber speziell für diese Phase hat der Gesetzgeber Zuschüsse bereitgestellt, die du beantragen kannst. Ein Förderprogramm, was sehr beliebt ist bei den Menschen, die sich selbstständig machen wollen, ist das Förderprogramm AVGS. Ein Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein bekommst du dann, wenn du beim Arbeitsamt oder beim Jobcenter einen aktuellen Bescheid hast. Mit diesem Förderprogramm kann die gesamte Vorgründungsarbeit bezuschusst werden, und zwar zu 100%. Die Höhe dieser Gutscheine bewegt sich im Rahmen zwischen ca. 2.000 bis 5.000 Euro. Und damit kannst du beispielsweise bis zu 80 Unterrichtseinheiten bekommen. Das heißt also 80 mal 45 Minuten, um dein Businessplan, dein Finanzplan, dein Marketingkonzept, deine Unternehmerperson, die Marktrecherche, all die elementaren und wichtigen Dinge zu bearbeiten. Und das gemeinsam mit einem professionellen Berater. Und direkt zur Gründung kannst du dann zum Beispiel aus dem ALG-1-Bezug den Gründungszuschuss beantragen. Das sind so circa 8.000 bis 12.000 Euro, je nach Höhe deines ALG-1-Bescheids, die du beantragen kannst für die ersten 6 Monate. Dort kommen nochmal die Krankenversicherungen hinzugerechnet und können um weitere 9 Monate verlängert werden. Also insgesamt hast du 6 Monate plus 9 Monate Krankenkassenbeitragszuschüsse plus nochmal 6 Monate dein ALG 1 weiter bezahlt. Und das Gute ist, du kannst hinzuverdienen, was auch immer du willst, es wird dir nicht mehr abgezogen. Und wenn du den anderen Bescheid hast vom Jobcenter, also ALG 2, dann kannst du auch Zuschüsse beantragen, nur in diesem Fall nicht nur für deine privaten Lebenshaltungskosten, denn du kriegst ja weiter ALG 2 bezahlt, wo auch Krankenversicherungsbeiträge mit drin sind, sondern du kriegst echte Zuschüsse für Investitionen, für Sachmittel. Und dieser Zuschuss heißt Leistung zur Eindielung von Selbstständigen und können ergänzt werden mit dem Einstiegsgeld, wenn du vom Nebenerwerb zum Beispiel einen Vollerwerb oder eine komplette Neugründung vollziehst. Diese Förderungen haben gemeinsam, dass sie alle zu 100% gefördert werden, ausbezahlt werden, du keine Eigenmittel oder Eigenanteile zu bezahlen hast und auch nicht rückzahlungspflichtig bist. Die anderen Förderprogramme, die später kommen, ob es weitere Beratungsförderung ist, wenn du zum Beispiel ein Marketingkonzept oder eine strategisch-konzeptionelle Aufbauberatung machen möchtest oder eine Patentantrag oder eine Messeförderung, diese Förderungen sind dann nur 50% groß. Das heißt, 50% bringst du selbst mit und danach kriegst du 50% hinzu oder du gehst erstmal 100% in Vorleistung und kriegst dann 50% erstattet. Darüber hinaus gibt es noch eine Reihe von Zuschüssen, die auf den Antragsteller oder auf die Unternehmensidee ausgerichtet sind. Zum Beispiel gibt es Förderprogramme für Akademiker oder für Investoren oder es gibt auch Förderprogramme für Innovation oder digitale Projekte. Wenn du für dich herausfinden willst, welche Förderprogramme für dich in Frage kommen, sowohl einmal die hier aufgelisteten als auch noch weitere, lade ich dich gerne ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Also like bitte jetzt nicht nur das Video und abonniere den Kanal, sondern buche auch jetzt dein kostenfreies Erstgespräch. In dem kostenfreien Erstgespräch werden wir zunächst überprüfen, ob diese Förderprogramme für dich zur Verfügung stehen und ob es noch weitere geben könnte und was der Weg ist, diese zu beantragen. Deshalb nutze jetzt den Link unterhalb des Videos für dein kostenfreies Erstgespräch. Dein Daniel Schäfer.